Die German Open 2019 in Kreuth. Wir melden uns mit einem EWU-Champion in der Junior Reigning. Herzlich willkommen, Philipp Martin Haug. Wunderschönen guten Tag. Ja, klasse Ritt, war sehr spannend. Ich glaube, alle haben es schon gewusst, dass du es gewinnst, aber wir schauen uns gleich mal genau die Scores an. Erzähl ein bisschen über das Pferd. Ist es deins? Nee, ist ein Kundenpferd, der gehört der Shirin Hook und dem Patrick Meisser aus der Schweiz. Der ist jetzt seit dem Anreiten bei mir. Ich habe den letztes Jahr schon hier dabei gehabt. Da hat er die Jungpferde-Reining gewonnen bei den Fünfjährigen. Dieses Jahr zur Double Show mit dabei gehabt. Ja, ich mag das. Ein super ehrliches Pferd. Der hat hier echt alles gegeben. Und ich freue mich, dass er das Ding jetzt hier gewonnen hat. Ja, verdient, verdient. Erzähl ein bisschen von dir. Viele Leute werden dich kennen. Aber wir nehmen natürlich hier die Interviews auch ein bisschen als Plattform, dass du dich auch mal vorstellen kannst für den ein oder anderen, der dich nicht kennt. Ja, also ich bin in der Zwischenzeit 46 Jahre alt, reite seitdem ich laufen kann, habe einen Trainingsbetrieb im Vogtland und ja, wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf Reining und Cowhorses, machen aber auch einen ganzen Haufen Anreiter und ja, es dreht sich einfach alles irgendwie um Westernpferde. Natürlich. German Open, was steht noch für dich an auf dem Zeitplan? Ich habe heute Abend noch zwei Pferde in der Junior Cowhorse und zwei Pferde in der Senior Cowhorse und dann ist Feierabend. Ja, fünf Pferde dabei, haben uns eben schon drüber unterhalten und kein TT, keiner, der dich unterstützt. Auch dafür Hut ab, aber du sagst es, umso entspannter ist es dann, weil du alles mit Ruhe selber machen kannst. Ja, du weißt einfach wie, wo, was funktioniert. Jetzt heute Abend sind schon Leute dabei, die mir so ein bisschen helfen, weil ansonsten bin ich echt überfordert mit vier Pferden irgendwie nacheinander. Aber ja, das ist, wenn man das so ein bisschen vernünftig einteilt, funktioniert das ganz gut. Und ich mag einfach ganz gerne, wenn ich weiß, wie es meinen Ponys geht, wenn ich die selber fütter und... Ich glaube, es macht einen Unterschied. Prima. Ja, ich würde sagen, wir drücken die Daumen für heute Abend. Ich glaube, das wird nochmal grandios, auch für unsere Zuschauer hier und natürlich auch draußen an den Bildschirmen. Und wir drücken dir die Daumen. Gratulieren natürlich den Besitzern des Pferdes und dir zum Gewinn der Junior Reining. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.